Leute, hier bin ich wieder, die Bibi. Ja, immer noch aus dem schönen Oberbayern. ich bin heute nochmal bei der Jasmin. Hallo Jasmin. Hallo. Und zwar waren wir jetzt doch beim anderen Action. Auch wenn keine Kommentare drunter waren mit, oh, fahr bitte mit der Bibi noch zum anderen Action. Ich hab's alleine geschafft. Ja, nee, auf jeden Fall wollte ich euch nur mal zeigen, diese Geschenkrollen hat sich die Jasmin beim Action gekauft und zwar für 1,29. Meine Hände sind gerade eingecremt, deswegen glänzen die so nicht, denken hier. Ja, für 1,26 die Rolle. Ja, wunderschön, kann man auch zum Basteln hernehmen. Ich fange jetzt nur mit denen an, weil die hier schon liegen. Ich wollte nämlich eigentlich mit was ganz anderem anfangen und zwar waren wir beim Netto. Und beim Netto gab es auch eine reduzierte Box. Ich habe da jetzt schon reingeschaut. Und da gab es das hier für 1 Euro. Schaut mal, was da alles drinnen ist. Also klar, nicht das Papier der ersten Wahl, aber für 1 Euro. 1 Euro, da sind sogar Stanzteile dabei. Stanzteile, dann fertige Schachtel, wo man dann zusammenbasteln kann und was reintun kann. Also für 1 Euro, das lasse ich doch nicht liegen. Das geht doch gar nicht. Genau, das habe ich beim Netto mitgenommen. Also hat sich die Jasmin auch mitgenommen. Haben wir jetzt nur nicht hier. Genau, und dann waren wir noch im Kick. Waren wir noch im Kick? Wir waren ja im Kick, genau. Und zwar habe ich dafür 10 Cent. Ich will gar nicht nach Hause kommen. Da gibt es bestimmt wieder Ärger, weil die Dinger echt ein ekliges Geräusch machen. Aber ich habe mir gedacht, hey, für 10 Cent kann man seinem Hund auch mal eine kleine Freude machen. Genau, 10 Cent, diese Teile, die machen dieses Geräusch, wie früher diese Bären in sich drin hatten. Genau, ja, man kann sie ja verstecken, wenn der Hund mal nicht hinschaut. Ja, aber für 10 Cent mussten sie mit. Ich habe nämlich einen belgischen Schäferhund und ich liebe ihn und der kriegt immer was von mir. Genau, dann hat die Jasmin sich beim Kick noch diese hier ausgesucht, wie ich letztens schon erwähnt habe. Sie liebt Lila, sie liebt es einfach. Für 79 Cent. Genau. Das sind Sticker, nicht zum Aufbügeln. Das sind Sticker. Ja, ich finde ja diese Rosen hier so schön. Schaut's mal. Ja, genau. Das war Kick und Netto. Jetzt machen wir beim Action weiter. Und zwar habe ich mir jetzt auch diesen Halter hier gekauft. Ich hatte zwar schon einen von Wish, aber der war echt wackelig und ja, das wäre nichts geworden. Deswegen habe ich mir jetzt auch den hier mitgenommen, habe das in mehreren Videos schon gesehen. Sieht sehr stabil aus und dafür brauche ich es ja auch. Also ich finde es mega und der Preis klebt nicht mehr dran. Deswegen kann ich euch jetzt nicht sagen, was das gekostet hat. Da unten liegt ein Preis. 3,79 Euro. Ich bin doch vorbereitet für euch. Genau, das hier, also finde ich mega. Und für 3,79 Euro. Muss mit. Muss mit. Dann habe ich noch was ganz Unspektakuläres gekauft. Socken. Und zwar habe ich nur noch Sneakersocken zu Hause und die rutschen. Die rutschen. Egal in welcher Farbe, in welchem Ding. Und in der Arbeit kann man das nicht gebrauchen. Deswegen habe ich mir jetzt, und zwar bunte, damit man immer weiß, das sind Bibi-Socken und keinen anderen, habe ich mir normale Socken gekauft. Ja, die mussten mit. Die haben gekostet 2,49 Euro. 5 Paar sind drin. Genau, die mussten auch mit. Dann machen wir weiter. Machen wir erstmal mit dem noch unspannenden Zeug weiter. Hat die Jasmin sich nochmal Notizzettel mitgenommen für 79 Cent. Natürlich in lila. Sind auch einige drin. Wie viel sind da drin? Weiß man gar nicht, gell? Auf jeden Fall 80x80 mm. Lila, wie schon gesagt. 79 Cent. Ja. Ah ja, genau. Und Jasmin schreibt gerne mit Gelpens. Die gehen, und das sind Farben, die einfach schnell ausgehen, weil man eben auch auf schwarz schreiben kann. Und das ist mega. Habe ich auch daheim. Deswegen habe ich mir jetzt keine mitgenommen. 45 Cent pro Packung. Mega cool. Passt zum Geschenkpapier. So. Nochmal mitgenommen hat sich die Jasmin den hier.
weil sie jetzt auch rausgefunden hat, dass man damit Serviettentechnik machen kann. Und ist doch super. Also ich finde auch den Preis für diese Flasche, wenn es das hält, was es verspricht, mega. Also Jasmin wird berichten und ich werde dann vielleicht auch kaufen. Genau. Ja, dann haben wir noch zu den, also Jasmin hat noch zu ihrem Geschenkpapier passende Schleifenband geholt. Einmal hier dieses silberglitzernde, dann noch ein silberglitzerndes, aber in Netzoptik. Kann man glaube ich gut erkennen. Ja. Dann weiß irisieren. Schaut richtig aus wie so eine Schneelandschaft. Schön. Und ich hasse aber Schnee, wollte ich nur mal dazu sagen. Ich finde den Winter ätzend und bei uns liegt Schnee jetzt schon am. Was haben wir denn heute? Wir gucken gemeinsam. Am 13.11. liegt bei uns Schnee. Ist das nicht eklig? Naja, gut, auf jeden Fall haben wir den Schnee jetzt hier auch auf den Geschenkbändern, weil wir ihn ja so hassen. Aber Weihnachten ist schön, wollte ich nur mal noch dazu sagen. Weihnachten ist eigentlich was ganz Nettes. Genau, dann nochmal unspektakulär, weil ich ab und zu echt zu faul bin, die ganze Karte selber zu machen, habe ich mir nochmal zweimal das Grundgerüst mitgenommen. Weiß irisieren passt immer. Kann man für jeden dann so gestalten, wie man es will, ob Junge oder Mädchen. Alles super. Genau, 59 Cent sind drinnen, jeweils 8 Karten und 8 Umschläge. Dann habe ich mir, weil ich langsam echt zu faul werde, immer diese Riesenmaschine mit dem Messer und mit dem Schiebeding rauszuholen, habe ich mir gedacht, komm, für 2,79 €, da machst du nichts falsch, sind zwei Ersatzklingen dabei. Nimmst du so ein Ding mit, das musst du auch nicht mal so tief wegräumen, weil es nicht so groß ist. Finde ich gut. Golle, ja. Legen wir mal dahinter, gell? Ja, genau, da liegt es gut. So, dann. Wir haben noch einiges. Wir haben, oder besser gesagt, ich habe, weil ich die immer brauche und weil immer, wenn ich sie brauche, sie leer sind, habe ich mir noch mal zweimal diese Klebemäuse mitgenommen. Ich finde die toll. Ich klebe eigentlich nur noch mit diesem Zeug und doppelseitigen Klebeband. Aber dazu kommen wir gleich. Genau, zweimal. Einmal für 98 Cent. Kann man immer gebrauchen. Dann, wie gesagt, doppelseitiges Klebeband. Ich liebe es von Action. Es ist dünn, es klebt mega. Ich liebe es. Klar, es gibt Leute wieder, die wo was anderes sagen, aber ich finde es mega und das ist das Wichtige, denn ich bastel meine Karten, nicht die anderen. Nee, ich finde es super. Also fünfmal mitgenommen für den Preis. Hammer. Darf immer wieder mit. Und das Traurige beim anderen Haul war ja, die hatten nicht mal dieses Klebeband. Die hatten nichts, nichts, nichts. Aber jetzt habe ich es. Gut. Dann machen wir weiter. Passend zum Klebeband. Weiß jetzt nicht, warum das passt, aber egal. Diese kleinen Scheren. Sie sind super, also sie sind super für kleine Sachen zum Ausschneiden. Ich liebe sie. Ich habe mir zwei mitgenommen. Jasmin hat sich noch mal eine mitgenommen. Sie schneidet einfach mega. Die ist super. Kann man nicht anders sagen. Sollte jeder Haushalt besitzen. Daumen nach hoch, nach oben. Genau, dann haben wir noch mal hier diese 3D-Pads. Nochmal, nee, die haben wir nur einmal, aber egal. Diese 3D-Pads, wie viel drin sind, weiß ich nicht. Ich habe vorher ganz lange gesucht, aber ich weiß es nicht. 15 mal 15 ist das ganze Ding hier. Drei Blätter mit jeweils einer anderen Größe, seht ihr hier. Aber wie viele es insgesamt sind, kann ich euch nicht sagen. Egal, kann ich immer gebrauchen. 52 Cent. Dann machen wir weiter mit Jasmin, ihren Perlensternen. Nein, zeige euch heute nicht nochmal Jasmin, ihre Perlensterne. Vielleicht beim nächsten Mal. Hat sie sich diese Boxen hier gekauft und die sind super, super, super schön. Sie braucht auch viel diese Stifte, die man eben nicht so oft kriegt. Und am Regal stand, es sind Glasperlen. Wir wissen es noch nicht. Wir haben die Packung noch nicht aufgemacht. Wir wollten sie erst euch zeigen. Und ich finde dieses Jahr total toll. Das ist ja meine Farbe zu allen anderen Farben, die ich mag. Genau.
Ja, mega viel drin. Super. Sind zweimal die gleiche Farbe. Und dann hat sie sich noch eine andere Farbe ausgesucht. Und zwar diese. Also jede Packung hat 1,35 gekostet. Auch die mit den Stiften. Genau, machen wir mal ab. Und dabei ist auch so ein Band. Ich glaube aber nicht, dass die Jasmin das nutzen wird. Aber es ist dabei, falls es jemand wissen will. Sind die Farben nicht toll? Ja, genau. Ja, ist auch wirklich schwer. Also ist wow. Genau, es sind 10 Kästchen mit 10 verschiedenen Farben und Perlen. Genau. Dann haben wir. Jetzt kommen wir mal zu den spannenden Sachen. Also in meinen Augen spannenden Sachen. Und zwar haben wir nochmal Stempel bekommen. Die gab es ja bei dem anderen auch nicht. Jetzt haben wir sie. Und musste natürlich jeder sich eins mitnehmen für 1,95 €. Warum die immer so viel teurer sind als die anderen, die ich euch gleich zeige, ist, hier ist eine Stanzschablone dabei. Die ist bei den anderen nicht dabei. Und die Stanzen kosten einfach mal mehr. Deswegen kosten die auch mehr. Aber wir mussten sie haben. Es ist egal. Wir mussten sie haben. Wunderschön. Schaut's. Ja. Dann machen wir weiter. Wir haben nämlich noch ganz viele andere Stempel. Und zwar, jetzt hat eben der Preisunterschied 72 Cent viel mehr drin, aber keine Stanzschablone. Also für 72 Cent haben wir uns jeweils dieses hier gekauft. Finde ich mega schön mit der alten Schreibmaschine, den Schlüsseln. Oder sogar eine Biene, die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, eine Biene. Braucht man immer eine Biene? Dann ist hier noch der Banner, da kann man dann auch noch was reinschreiben. Also ich finde es super, super toll. Zweimal mitgenommen. Dann haben wir uns jeweils dieses hier mitgenommen, diese französische Paris-Ausgabe. Genau, auch mega schön. Schaut doch mal, wie toll. Ja, dann habe ich mir noch, die wollte die Jasmin nicht, warum, weiß ich nicht, aber habe ich mir noch diese wunderschönen Blüten mitgenommen. Jasmin hat sich diese Buchstaben mitgenommen. Da habe ich mir keine mitgenommen, weil ich habe schon so viele Buchstaben. Ich weiß schon gar nicht mehr, wohin damit. Deswegen, Jasmin wollte diese Buchstaben. Sind auch wunderschön, aber ich kann sie einfach nicht mehr gebrauchen. Und habe sie jetzt auch. Die Waldtiere, die ihr alle wolltet und ich auch wollte. Und ihr habt sie alle und ich nicht. Und jetzt habe ich sie auch. Guck mal, wie süß. Ist der da nicht süß? Oh. Ja. Habe ich jetzt auch. Gut, dann machen wir mit den Blöcken weiter. Ich will euch ja nicht lang aufhalten. Und zwar fangen wir mit den 3D-Cut-Blöcken an. Da hat sich jeweils Jasmin eingekauft und ich eingekauft, sind aber zwei verschiedene. Also, dann fangen wir mal mit dem von der Jasmin an. Wir müssen dazu sagen, Jasmin wollte den Block. Sie hat ein Bild gesehen und hat gesagt, sie will ihn haben. Hätten dann nur noch, weiß ich nicht, Kackhaufen sein können. Ihr war das wurscht. Sie wollte dieses Motiv. Das wollte sie haben. Sie liebt Schildkröten. Wenn ihr hier euch umgucken könntet, würdet ihr das auch sehen. Gut, dann gehen wir den jetzt mal gemeinsam durch. Und zwar schaut's mal her. Also hier hinten sind die einfachen, die nicht 3D, aber ich hoffe, man kann es jetzt gut sehen. Ja, ich denke schon. So. Ja, genau. Und hier fängt es dann mit den 3D-Bildern an. Ja, ich komme mal ein bisschen näher. So. Genau. Und die klebt man dann übereinander mit diesen 3D-Pads, die wo ich euch gerade gezeigt habe. Und dann hat man einen super schönen Effekt. Da ist eine Kolemu. Genau. Und dann hier. Pferde mit Good Luck kann man auch immer draufkleben. Wunderschön. Ich mag zwar keine Pferde, aber sie schon, Jasmin. Genau. Dann Nashorn und der kleine Tigerbaby oder Löwenbaby oder Löwenbaby, glaube ich. Und da der Panda. Oh, das ist nicht süß. Genau, jetzt machen wir ein bisschen schneller. Hoppala. Hoppala. Oh, und der ist auch so süß. Habt ihr den schon gesehen? Ist der nicht süß? Ja, genau. Den hat sich die Jasmin ausgesucht. Und
Jetzt kommt meiner. Also die beiden haben 1,49 gekostet, also jeweils 1,49. Und den fand ich so süß. Schaut's mal. Hier sind wieder diese einfachen. Dann geht's weiter mit den 3D-Motiven. Oh, ist das nicht süß? Ja, genau. Ich schau mal, ob ich es andersrum kann. Ich verrenke mich hier für euch. Ah ja, genau. Also ein Motiv, das finde ich ja so schier. Also ich liebe Einhörner. Ich sage nichts gegen Einhörner, aber ist das nicht ein hässliches Einhorn? Ah, das finde ich ja sowas von hässlich. Das finde ich wieder süß. Genau, wollte ich nur mal dazu sagen. Also dieses finde ich wirklich hässlich. Wenn jemand diese Stanzteile haben möchte, bitte melden. Kann er gerne haben. Dann hier. Oh, sind die Pinsel nicht schön mit den Blumen vorne dran? Ach doch, gefällt mir echt richtig, richtig gut. Bin auch sehr froh, dass wir die mitgenommen haben. Ja. Dann hier. Oh, ist die Kamera nicht toll? Guck mal, Jasmin. Ja, ich finde die so toll. Da unten die Miezekatze auf dem Stuhl. So, dann haben wir hier noch. Kakteen und Luftballon und ein Mädchen mit roten Sommersprossen. Zuckersüß. Dann hier noch die Anka. Ja. Dann die letzte Seite. Finde ich auch total toll, wenn man hier noch was Persönliches draufschreibt auf die Karte. Wunder, 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 wunderschön. Genau. 1,49. Ja, toll. Dann machen wir weiter mit den kleinen Blöcken. Blöcks wollte ich jetzt sagen, habe ich aber nicht. So, genau. Den haben wir uns beide geholt, weil lila, ihr wisst ja, lila Lieblingsfarbe, einfach nur toll. Das ist meiner. Also wunderschön, wunderschön. Schauen wir mal. Genau, dann ist hier so ein bisschen einfaches. Dann wieder so. Ich finde das so toll. Lila ist doch eine schöne Farbe. Ist lila nicht eine schöne Farbe? Genau. Doch auch total süß. Oh, das. Oh, ist das nicht schön? Ja, mit dem können wir jetzt beide nicht so wirklich was anfangen, aber als Kartenhintergrund immer gut. Immer gut, dass man sowas zu Hause hat. Man hat ja noch nicht genug. Genau, hier nochmal Röslein. Dann hier nochmal. Oh, ist das nicht toll? Oh, so schön. Das genau für 94 Cent. Wie gesagt, haben wir uns beide geholt. Musste mit. Lila muss mit. Genau, und dann haben wir noch diesen Vintage-Block geholt. Denn eigentlich wollten wir nicht. Wir wollten ihn eigentlich beide nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, aber eigentlich ist doch ein bisschen, weil es hat ja nicht jeden meinen Geschmack, den ich eine Karte mache. Und ja, und dann haben wir ihn als Wackelkandidaten in den Wagen gelegt. Haben ihn aber dann vergessen. Und jetzt hat Jasmin ihn bezahlt. Das heißt, ich kriege ihn zu Weihnachten. Ist das nicht schön? Das ist so. Genau. Hier, also mit der Maserung. Ich habe ihn mir jetzt nicht so genau angeschaut. Ich wusste nur, dass er mir eigentlich nicht so gut gefällt, aber wie gesagt, es hat nicht jeder, dem ich eine Karte bastel, meinen Geschmack und das ist auch gut so. Deswegen braucht man auch mal ein bisschen Papier, das halt nicht so seinem Geschmack entspricht. Ja, ist schon schön. Wenn ich da so mit euch durchgehe, ist schon was dabei, kann man schon was draus machen. Hier dieses alte, das finde ich auch immer toll. Und das finde ich toll. Oh. Wunderschön, wunderschön. Und die Mauer. Also Hammer, Hammer, Hammer. Da weiß ich schon einiges mit anzufangen. Genau, dann haben wir noch den. 94 Cent. Jetzt machen wir weiter. Bevor die Kamera sagt, sie möchte nicht mehr, haben wir noch diese Glitzerblöcke. Von denen habe ich schon einige. Deswegen hat da eigentlich die Jasmin zugeschlagen. Den habe ich mir jetzt nochmal mitgenommen, weil eben auch für Jungs ab und zu gebastelt wird. Und immer nur blau finde ich blöd. Deswegen mal Abwechslung. Genau, da haben wir hier die Glitzerpunkte. Ihr seht es ja, die glitzern. Die fühlen sich auch gut an. Ich streichle diese Blöcke auch immer, bevor ich ins Bett gehe. Nee, dann hier die, wie heißen sie? Heißluftballon. Mehrzahl Heißluftballons? Yes. Hört sich ja doof an. Naja, gut.
Ballone, Heißluftballone, Heißluftballone. Ey, die Jasmin, die macht mich jetzt halt hier. Jetzt kann ich schon immer reden und dann verbessert sie mich auch noch falsch. Ja, genau. Kann man auch super als Kartenhintergrund nehmen. Was das eigentlich sein sollte oder werden sollte, weiß ich nicht. Finde ich aber süß. Genau. Die finde ich auch ganz süß. Eine kleine, ich freue mich, dass ich über so eine bunte Karte ist. Auch eh eigentlich wurscht, was drauf ist. Hauptsache schön bunt. Und man hat an das Kind gedacht. Genau, also 1,49, mein einziger. Und hier kommen die von der Jasmin. Wie gesagt, die habe ich schon, deswegen habe ich sie mir nicht mitgenommen, sonst hätte ich sie mir mitgenommen. Hier haben wir Donut, auch wieder mit dieser Schicht. Dann einfach nur gestreift. Auch schön. Oh, das da finde ich auch so toll zum Anfassen. Fühlt sich echt toll an. Im Laden habe ich auch gleich zu Jasmin gesagt, fass mal da an, streichel mal da drüber, es fühlt sich lustig an. Schaut jetzt das hier unten, wo das Licht drauf fällt, sieht man auch gut. Also ich finde das mega Papier. Genau. Dann haben wir hier Cupcakes, Muffins, Cupcakes. Ich weiß immer nicht, was jetzt Cupcakes sind, was Muffins oder ob das beides dasselbe ist. Die sind auch total hübsch. Macarons heißen die, glaube ich, Ja. gell? Ja. Schmecken aber überhaupt nicht. Also mir nicht. Ich habe die einmal gegessen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, meine Schwiegerin hat sie gemacht, war ganz stolz drauf, hat sie mir angeboten und ich fand es gar nicht gut. Also liegt nicht an meiner Schwiegerin, aber ich fand die. Boah. Na gut. Hier 1000 Herzen an meine Schwiegerin. Sorry. Liegt wirklich nicht an dir. Dann hier die Erdbeeren. Sind die nicht süß? Oh, ich finde die so süß. Genau, und da haben wir, glaube ich, noch das Eis. Und dann war es das, glaube ich, auch schon wieder mit dem Block. Genau, auch wunderschön. 1,49. Dann hat sie sich noch den gekauft. Den habe ich mir ja damals auch sofort gegriffen. Den habe ich gesehen, der war lila, den musste ich haben. Ich habe nicht reingekauft, aber habe es nicht bereut. Ich finde schon allein diese Zweige auf dem weißen Hintergrund, finde ich mega. Gefällt mir einfach. Dann dieses Fliederlila, ne? Auch wieder mit dieser Schicht auf dem weißen. Oder grau, ja, weiß. Dann das, ich finde das, sogar das schön. Einfach nur ein weißes Papier mit lila Punkten. Hammer, kann jeder selber machen. Könnte man, glaube ich, sogar mit Nagellack machen. Fühlt sich so an. Aber nein, wir müssen natürlich alles haben. So, das gefällt mir nicht so. Aber okay, es ist immer mal was dabei, was einem nicht so gefällt. Finde ich mega. Habe ich auch schon Karten draus gebastelt. An eine Arbeitskollegin habe ich die geschickt. Genau, dann das hier. Auch total hübsch. Das finde ich auch super. Also eher so ein leichteres Lila, Rosa. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Flieder ist. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen Lila und Rosa. Mega. Auch das total schön, obwohl es einfach nur Klecks ist. Ich finde es aber toll. Genau, und das war's mit dem Block. Dann geben wir mal Gas. Wir haben jetzt nur noch Weihnachtsblöcke und wir sind so froh, dass wir sie bekommen haben. Da habe ich natürlich so geschlagen. Hier haben wir ein paar. 1,79. Einen, den wir beide gekauft haben, ist der hier. Ich finde das so, ich weiß nicht warum, aber mir gefällt eigentlich diese Weihnachtsfarbe nicht. Dieses Grün, Rot, Gold, das bin ich nicht. Und ich finde, zu Weihnachten passt doch auch total Holz und Winter eben und Waldtiere. Das ist doch absolut Weihnachten. Es muss nicht mal alles rot sein. Ich habe jetzt auch Weihnachtsblöcke mitgenommen, weil eben nicht jeder meinen Geschmack hat. Aber ja, ich zeig's euch einfach mal. Der ist so schön. Guckt mal hier. Okay, das finde ich jetzt nicht so berauschend, aber es sind Eulen. Sind die nicht süß? Genau. Und dann ist immer wieder diese Schicht, was wir gerade eben schon hatten. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Und einmal hier mit goldener Folie. Ja, so sieht man es schon sehr. Genau. Dann, oh, sind die nicht süß. Ich finde die so süß. Auch wieder mit goldener Folie. So sieht man es wieder gut. Die finde ich Hammer. Die würde ich auch selber basteln, aber leider brennt dann das Holzstück ab und ja, das wäre blöd. Das ist auch total schön. Auch wieder mit dieser Folie. Genau, ja. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so der Goldtyp und ich finde auch, es ist zu viel Gold. Und ja, und das finde ich mega. Ach ja. Oh, wir haben ja gestern den ganzen Nachmittag gebacken. Ich hatte Muskelkater, ihr glaubt es nicht. Ich war K.O. Nur vom Backen. Noch nicht mal das Essen hat mich K.O. gemacht. Das ging.
Oh, ich habe das war schon. Also, ich mag jetzt Gold nicht so, aber das finde ich jetzt wieder schön. Ja. Und das ist auch so schön. Ach, man kann so schöne Karten da draus basteln. Ja, oh, das ist auch schön. Was haben wir noch? Nichts mehr. Ah ja, genau, mit Gold. Das gefällt mir jetzt wieder nicht so, aber ja. Genau, das haben wir zweimal mitgenommen. Habe ich auch schon hingelegt. Genau, 1,79. Und jetzt habe ich nur noch zugegriffen. Die Jasmin hat es gelassen. Ich zeige euch jetzt erstmal hier. Ich habe diesen bewusst den grün-rot-goldenen Dorten gelassen, weil ich werde daraus nicht basteln. Wenn ihr kennt das wahrscheinlich, wenn ihr irgendwas habt, was ihr überhaupt nicht mögt, aber es andere mögen. Ja, man kann es nicht kaufen, weil es ein anderer mag. Naja, gut. Auf jeden Fall fand ich den noch ganz süß. Hier sind so ganz kleine, ich weiß nicht, ob man es sieht, Schneeflocken und Sterne drauf. Ja, wie gesagt, nicht meins. Die sind süß. Ich liebe ja Pinguine. Oh, schau mal die mit der Lichterkette. Oh, und den Riesenpulli. Toll, süß. Genau, noch mein Gold. Die finde ich auch schön. Obwohl ich kein Rot mag, finde ich schön. Gefällt mir. In Gold natürlich auch gut. Die finde ich auch süß. Da denke ich sofort in der Weihnachtsbäckerei. An das Lied. Entschuldigung. So, ja, Tischdecke würde ich mir nie auf den Tisch legen, aber okay, ist dabei, kann man nichts machen. Oh Gottes Willen, also no hate, aber Ja. Ja, auch in Ordnung. Genau, und dann einfach rot mit weißen Punkten und golden. Genau. Dann habe ich mir noch mitgenommen diesen. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ich habe nur noch 4 Minuten Aufnahmezeit oder 6. Den finde ich super. Der gefällt mir richtig, 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 richtig gut. Außer, dass da so viel Gold dabei ist, aber ist egal. Auch toll, toll, toll. Ja, wow. Ich hoffe, ihr seht es jetzt auch im Schnelldurchgang. Die sind auch toll. Also, schaut aus wie Kork, wie wenn Kork drauf wäre. Gefällt mir. Das ist auch schön. Schwarz-weiß. Toll. Das sowieso, das war auch schon in irgendeinem Block vom Teddy, glaube ich, mal drin. Genau. Und der Wald. So, jetzt haben wir noch einen Block und dann habt ihr mich auch schon los. Und zwar finde ich auch mega. Jetzt für die Winterzeit ist, ja, schön. Schön, 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 schön. Doch, ganz toll. Genau. Doch, auch da. Das schaut dann vielleicht noch viel mehr nach Kork aus. Doch, kann man schöne Karten basteln, werde ich auch tun. Werde ich euch vielleicht auch mal mitnehmen, wenn ihr das wollt. Genau, das war unser Einkauf. Wie gesagt, schaut in den Netto. Ich weiß nicht, also ich kenne mich beim Netto überhaupt nicht aus. Ich bin kein Netto-Käufer. Ich habe auch bei Netto noch nie einen Reduziertisch gesehen, außer diesen einen vor der Kasse mit so Duschgel und sowas. Aber bei diesem Netto. Ich will jetzt nicht sagen, wo. In Bayern gab es einen Tisch direkt, wenn man reinkommt. Und da gab es eben, wie gesagt, für 1 Euro dieses Set. Und für 1 Euro lässt man das nicht liegen. Schaut rein, vielleicht findet ihr was Schönes. Es war alles auf diesem Tisch für 1 Euro reduziert. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittwochnachmittag. Meine Zeit hier bei der Jasmin geht zu Ende. Ich werde nur noch bis morgen da sein und dann kann es sein, dass wir übermorgen schon ein Bastelvideo zusammen starten. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's was draus. Hab euch lieb, eure Bibi.